Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Grandia. Wir befinden uns immer noch in auf um Carfu und werden jetzt schnellstmögliche das Weite suchen, denn wir haben ein klares Ziel vor Augen. Am Ende der letzten Folge haben wir nämlich das versteinerte Dorf aufgefunden und sollten dort jetzt unsere Reise fortsetzen, und das werden wir just in diesem Moment auch tun. Ich weiß gar nicht, ob ich übernachtet habe. Ich habe das Spiel jetzt angeworfen und direkt losgelegt. Nee, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe ein bisschen ausgemistet. Also ich habe ein paar Sachen jetzt abgelegt, die wir, glaube ich, in der letzten Folge gefunden haben. Ich muss mal ganz kurz schauen. Und habe stattdessen einige Sachen wiederum eingesteckt. Also voll bin ich. Übernachten habe ich wahrscheinlich am Ende der letzten Folge dann doch gemacht. Und ich habe mich ein bisschen eingedeckt mit Zustandsveränderungsheilungszeug. Ich habe zwar kein Allheilmittel mehr in der Kiste gehabt, was sehr schade ist. Aber ich wollte dafür jetzt auch... Toll. Toll. Ich dachte, dass ich schneller bin als die, aber offenkundig ist dem nicht so. Das ist ja mal mega der Fail hier gerade. Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, hier großartig meine besten Zauber zu verpulvern für diesen Schrott, aber wenn es das Spiel so will, dann will es das halt so. Dann machen wir jetzt mal... voll auf dem falschen Fuß erwischt. Wobei, wenn ich hinter das Dorf dann weitergehe, dann werde ich wahrscheinlich diese Gegner auch noch antreffen. Ich will nur nicht jetzt ins Kämpfe verstrickt werden, die ich nicht mit eingeplant habe. Mit Hinterhalt ist immer blöd. Dann stehen sie in der Regel auch so verteilt. Und die sind auch nicht ohne, weil die Zustandsveränderungen beherrschen. Und das finde ich ja so ganz dezent ungeil. So, ich bin auch noch gar nicht so lange wach. Ich weiß immer nicht, ob ihr das raushört. Feuersäule? Nee, das geht nicht über das ganze Feld. Boah, ey, da verpulver ich jetzt direkt zu Beginn schon mein gutes Zeug. Das missfällt mir gerade. Aber auf die habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, dass die jetzt hier mit Zustandsveränderungen um die Ecke kommen und ich dann direkt wieder zurück ins Dorf kann. Ich hatte aber in der letzten Folge ja schon so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich nicht das Risiko eingehen soll, einfach weiterzugehen, in der Hoffnung, dass wir da einen Speicherkegel finden. Vielleicht, jawohl! Vielleicht lässt er auch nicht allzu lange auf sich warten. Ich habe jetzt auch das Mana-Ei, was wir hier gefunden haben, erstmal in der Kiste abgelegt. Mir fällt ein, ich hätte noch einkaufen können. Obwohl, nee. Also, jein. Ich habe jetzt wieder einen fünfstelligen Geldbetrag. Aber ich glaube, ich wollte noch ein so ein 18.000er irgendwas da kaufen. Der Schild war das gewesen, ne? Und da würde das Geld wiederum nicht reichen, deswegen... Nee, vergesst mal, was ich gerade gesagt habe. Alles gut, so wie es ist. So, ich muss jetzt nur noch den richtigen Weg finden. Ich glaube, immer wenn ich mich links gehalten habe, dann war das die erste Route. Und hier waren aber auch wieder Gegner, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Oder? Es gab noch so eine andere Abzweigung. Da waren definitiv welche. So, und ich gucke jetzt einfach nicht zurück, sondern verlasse mich drauf, dass ja, wir jetzt hier weitermachen können. Denn beim letzten Mal war ich ja relativ gründlich. Die Atmosphäre ist voll schön. Das ist gerade für... Also schön im Sinne von ästhetisch schön, ne? Also dass ja alles voll traurig ist und voll mit Tod und so, das ist mir schon klar. Was war das da, was da gerade rausgekrochen ist? Ich fange, glaube ich, mal links an mit dem Suchen. Dieser Aussichtspunkt hier an der Kreuzung, der ist sehr praktisch zur Orientierung. Ich weiß, ich sollte dieses böse Wort nicht in den Mund nehmen, aber jetzt ist es raus. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, das ist ein krasser, ein heftiger Kontrast zu dem eigentlichen Spielstil so. Von wegen quietschebunt und hast du nicht gesehen? Ich mag das. So, wie bin ich denn mit denen immer verfahren? Warte mal, bei denen, das waren doch meine Schlummergegner. Ja, so fängt es erstmal an. Genau, und die Jungs, die können sich dann drum bemühen, die hier fertig zu machen. Das sind auch Gegner, bei denen Schockwelle ganz gut funktioniert. Auch wenn ich gerade nicht einschätzen kann, ob die alle nah genug beieinander stehen. Guck mal, alle vier sind sie am Pennen. So muss das.
So habe ich mir das gedacht. So, ich werde jetzt meine Schockwelle riskieren. Und wenn es nur drei sind, die getroffen werden, ist das auch okay. Ich wäre froh, wenn es drei... Es sind sogar alle vier, jawohl. Da komme ich immer so ein bisschen durcheinander, was die Reichweite angeht. Beben ist nämlich auch so ein Thema für sich. Bei dem Bebenzauber schätze ich das generell auch irgendwie immer falsch ein. So, aber ich glaube, Beben hat einen kleineren Radius, als das bei der Schockwelle der Fall ist, meine ich. Ich glaube, mit Beben hätte ich die jetzt nicht alle getroffen. So, hier ist alles versteinert, das heißt, diese ollen Pflanzen schnappen auch nicht nach mir, richtig? Und wisst ihr was, das klingt zwar voll gemein und respektlos den armen Menschen hier gegenüber, aber ich mag diesen Ort mehr, wenn der so ist, als wenn hier alles wieder zum strahlenden Leben erwacht und ja, wir dann wahrscheinlich unter normalen Dschungelumständen, nenne ich es jetzt mal, hier den Weg wieder zurücklaufen dürfen. Was? Das hat den Äußersten nicht mitgenommen. Wie finde ich das denn? Wie finde ich das denn? Gut auf jeden Fall nicht. Einige Sachen, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Die sind mir aber teilweise auch ein bisschen zu exotisch, wenn ich ehrlich bin. Wie machen wir das jetzt am klügsten? Ich glaube, mit ihm möchte ich erstmal so in den Angriff. Bei ihr könnte man drüber nachdenken. Ich meine, hier muss ich das ja auch ein bisschen pushen. Also ich muss nicht, aber ich möchte. Deswegen werde ich meine Flammenpeitsche in diese Richtung entrichten. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht so oft gesehen, aber die ist von ihrer Reichweite eigentlich auch ganz cool. Du nimmst ja halt nicht das ganze Kampffeld ein und das macht es dann ein bisschen unattraktiver als so manche andere Technik. Mann, Stimme. Ich habe heute extra ein paar Minütchen gewartet und mich nicht direkt vom Bett hier quasi vor die Konsole gekugelt und trotzdem macht meine Stimme nicht mit. Aber gut, das macht sie momentan leider auch abends nicht. Prost. Eigentlich kann ich mich gar nicht darauf so richtig vorbereiten. Weil selbst wenn ich den ganzen Tag auf Arbeit bin und quatsche, versagt sie mir hier auch immer den Dienst, wenn das zu später Stunde hier passiert. Oh, guck mal, ich habe mich ausnahmsweise mal für den richtigen Weg entschieden. Vielleicht ist das ja sogar symmetrisch. Und an der Kreuzung haben wir auf der rechten Seite auch eine Sackgasse. Das sind die Büsche, die sich 100% wieder als Falle entpuppen werden, wenn hier alles wieder normal ist. Und es sind jetzt tatsächlich immer und ausnahmslos vier von diesen Viechern. Die Zweierkombis waren mir ja fast ein bisschen lieber. Bei den Motten ist mir das hingegen ganz recht, wenn die zu viert vor mir stehen. Gerade fast mein Pet fallen lassen, ich kluges Kind. So, ich werde hier schließlich der Kreis dann mit der mittleren Abzweigung von dieser Anfangskreuzung ausgesehen. Könnt ihr mir noch folgen? Das sieht nach einem Gebiet aus, wo ich wieder allergrößte Mühe haben werde, aber hey. Ich sollte vielleicht aufhören, die Gebiete zu zählen, wo es kompliziert ist und eher die zählen, wo ich es irgendwie schaffe, den Überblick zu behalten. Ich glaube, das würde deutlich mehr Sinn machen. Rap hat übrigens im letzten Kampf ein Feuer-Upgrade bekommen. Dank sei der Feuersäule. Kann er hier auch nochmal probieren. Der muss unbedingt schneller aufsteigen, weil der hat echt wenig ZP momentan zur Verfügung. So, was machen wir mit dir, gute Frau? Mal sowas hier probieren, aber das ist so teuer. Das ist so teuer, aber es ist so cool irgendwie, aber es wäre trotzdem unvernünftig. Komm, nehmen wir hier auch mal die Feuersäule. Ich glaube, Feuer tut denen mehr weh als unsere Windangriffe. Aussage, aber bitte nicht für voll nehmen, ist nur so eine komische Theorie, wie ich sie eigentlich in jeder Folge immer wieder in den Raum werfe. Aber wir gucken mal. Oh, toll, jetzt hat Fina einen schon aus dem Weg geräumt. Die überholt halt immer super schnell alle anderen. Das ist natürlich all. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das jetzt hier nicht eingesetzt, sondern ja, auf eine Situation gewartet, wo ich sicherstellen kann, dass er mehr als nur zwei Gegner erwischt. Aber egal.
Ich befürchte trotzdem, dass wir hier in Kürze den Punkt erreichen werden, wo wir uns auf die physischen Angriffe wieder verlassen müssen. Und das wird wegen den ganzen Zustandsveränderungen hier sehr interessant und nervig. Jawohl, vor allen Dingen wegen diesen ollen Puppengegnern. So, aber lasst uns erstmal hier weiterschauen. Dieser Ort hat was unfassbar Beruhigendes, finde ich. Von seiner Atmosphäre her, meine ich. So, hier können wir uns jetzt mal wieder umschauen. Ich habe gerade gar keinen Plan. Ich laufe auch gerade gar nicht so, wie ich sonst laufe. Aber wisst ihr was? Ich nutze das jetzt hier mal als Breakpoint, denn ich möchte schon meine Methode, dass ich immer von links nach rechts absuche in quasi allen Spielen. Das möchte ich ganz gerne beibehalten, denn... Hä? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Hä? Gut, ich wollte eigentlich nur wieder zurück, aber wenn ich jetzt hier... Hä? Wo kommen die jetzt her? Was für ein Chaos hier schon wieder. So, jetzt kommen wir aber zum Objekt der Begierde. Ich würde gerne mal den Weg rekonstruieren, den ich bis hierher gekommen bin. Schnee, Sturm, Schutz, Wasser und Wind. Okay, so eine komische Double-Schutz-Geschichte haben wir schon mal irgendwie. Das bunkert jetzt auch irgendwo in meiner Aufbewahrungskiste. So, wo bin ich? Wie bin ich hier hingekommen? Auf jeden Fall habe ich hier gerade eine Sackgasse gefunden. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich nur einen Weg zurück hatte. Oder habe ich die Route durch das Gestrüpp hier irgendwie übersehen? Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich glaube hier... Ja, bin ich jetzt wieder bei der Eingangskreuzung? Jawohl, okay. So, von hier aus möchte ich jetzt nämlich nach geradeaus gehen. Denn links war ja die Sackgasse, wie gesagt. Hier war vorhin schon dieser eine Gegner, der irgendwie vor uns weggerannt ist. Keine Ahnung, was das sollte. Da schon wieder... Wenn das mal nicht irgendwie so eine Art Gebietsboss ist oder so. Ist das gut, hier lang zu laufen? Ja. Da, wo Loot ist, da ist immer gut. Meine heutige Lebensweisheit. Der Aufbau hier ist schon abenteuerlich, kann man gar nicht anders sagen. In den letzten Kämpfen ist Fina erstaunlicherweise immer sehr spät rangekommen. Meistens sogar nach den Jungs. Ich habe jetzt in den letzten Kämpfen, die ich rausgeschnitten habe, kein einziges Mal Schlummer oder sowas eingesetzt, weil sie, als sie an der Reihe war, waren die ganzen Gegner immer alle schon weg und das wird diesmal nicht anders sein, befürchte ich. Ich habe nämlich im letzten Kampf auch eine Feuersäule da reingeknallt, da war auch Justin zuerst dran. Und zwei haben überlebt und zwei waren tot. Und den Rest habe ich dann mit Kombi-Angriffen gemacht. Meine Glaskugel prognostiziert mir... Oh, nee, meine Glaskugel ist ziemlich kaputt. Diesmal hat es alle erwischt, obwohl er beim letzten Mal keinen Upgrade oder sowas bekommen hat. Aber gut, so haben wir wenigstens ein bisschen Zeit gespart. Noch gehen die Kämpfe angenehm schnell. Wenn das Wörtchen noch nicht wäre. Ich mache mir jetzt auch keine Illusion mehr, dass wir hier in diesem Abschnitt irgendwie so ein Speicherteil finden werden. Aber... Vielleicht im nächsten dann. Das waren übrigens gerade nur zwei. Genauso wie hier. Super chillig auf jeden Fall. Da es diesmal keinen Zaubereinsatz erfordert hat. Bist du hier der richtige Weg? Du siehst gerade schon wieder so auffällig aus, aber ich bin echt schlecht im Einschätzen. Nee. Oh mein Gott. Na, bis ich das hier einmal überhaupt erstmal umrundet habe, indem ich nur die Ränder ablaufe, das wird hier wahrscheinlich schon 10 Jahre dauern. So, Verteidigungssamen hat Lebenskraft erhöht. Sollten wir dann vielleicht auch direkt benutzen? Zettel? Das ist die reine Verteidigung, okay. Nee, warte mal, dann benutze ich das doch nicht, weil... Deswegen steht da auch Verteidigungssamen. Dann würde ich das nämlich ganz gerne erstmal wieder anhand der Werte vergleichen, wie sie jetzt momentan verteilt sind. Status. So, 52, 46, 54. Okay, dann sollte Fina auf jeden Fall in den Genuss kommen. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz keck. Benutzen. Die Versamen und einmal für Fina. Jawollo.
Mach was Gutes draus, liebe Fina. Und beschere uns viele effiziente Kämpfe mit dieser Unterstützung. So, hä? Hier kann ich eigentlich nicht hergekommen sein, weil wegen Linkslaufen und so. Nicht irritieren lassen. Wir laufen einfach die ganze Zeit die linke Route weiter. Ich weiß, dass es hier mittig so eine riesige große Fläche gibt mit diesem roten Gegner, der die ganze Zeit entfleucht. Justin hat eine Feuerstufe erreicht und Fina kommt irgendwie gar nicht mehr an die Reihe. Müssen wir jetzt wahrscheinlich mal die Statuswerte angucken und da ein bisschen studieren und wird dann auf irgendeinen Aha-Effekt stoßen, aber so ist das momentan und dieses Gebiet hier hört gerade gar nicht mehr auf. So, wie komme ich denn an diese Dinger daran? Ist das das Pendant zu diesen grünen Echsen, die wir im nicht versteinerten Wald angetroffen haben, die so viel Geld dagelassen haben? Krokodil. Okay. Hoffen wir mal, dass meine Zauber ausreichen, um denen auch irgendwas entgegenzusetzen hier. Aber bei Justin sind die starken Sachen jetzt leider schon aufgebraucht. Ja, versuchen wir das mal hiermit. Mal gucken, was die so aushalten. Wobei er jetzt natürlich auch nicht so gut ausgebaut ist mit seinem Windelement. Ihmchen hier kann auch keine allzu guten Sachen mehr hiermit einbringen. Ich kann ja das hier nochmal versuchen. Blow, Storm, blow. Wenn Justin die jetzt nicht alle one-hittet, aber das glaube ich irgendwie nicht. Irgendwas an denen wird, glaube ich, krasser sein als bei den anderen Viechern hier. Ja, wobei... Wobei, das ist gar nicht mal so schlecht. So, können wir mal gucken und Daumen drücken, dass Schlummer vielleicht funktioniert. Damit Fina hier auch mal ein bisschen zu Potte kommt. Also wenn sie erst so spät an die Reihe kommt, dann ist das auch insofern schade, als dass ich bei ihr mit den reinen Waffenangriffen eigentlich keinen Bedarf mehr habe, Level aufzusteigen. Jawohl! Sehr schön. Hier hat er auch ein paar mehr getroffen, aber der macht irgendwie kaum Schaden. Weil Fina halt keine neuen Techniken mehr zu lernen hat. Zumindest keine sichtbaren in diesem Feld da. Wo man das ja alles ganz gut überblicken kann. So, dann stellen wir mal gegenüber Feuersäule und Windschlag. Wobei ich habe mir bei diesem... Nee, nicht Windschlag, bei diesem Heulerschlag hieß das, glaube ich, ne? Habe ich mir jetzt auch die Schadenszahlen nicht mehr gemerkt. Aber ich würde mal sagen, das hat sich nicht viel genommen. Aber es ist sehr kostenintensiv gewesen. Okay, die Erfahrungspunkte sind, glaube ich, sehr gut. Ja, irgendwie achte ich da immer zu wenig drauf, was wir da so zum Ende hin verteilt bekommen. Das war das eine Mal wirklich eine Ausnahme, als wir so wahnsinnig viel Geld von diesen grünen Viechern, waren das auch Krokodile? Keine Ahnung, bekommen haben. Alter Vater! Warte mal, wo bin ich jetzt hergekommen? Hallo? Kann es sein, dass die irgendwie immer wieder respawnen? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch 10.000 Mal besiegen muss. Wie bin ich denn jetzt hier lang gelaufen? Bin ich von da oben gekommen? Von hier so? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war meine eigentliche Route. Das heißt, ich bleibe jetzt auch erstmal weiter links. Und guck mal, wo wir jetzt hier rauskommen. Um Gottes Willen, ey. Katastrophe. Justin hat ein Keulenlevel erreicht. Immerhin. So, und hier haben wir die nächste Sackgasse. Alles klar. Das ist doch schon mal schön. Können uns auf jeden Fall, egal wie viel ich hier auslassen werde, nicht darüber beschweren, dass wir zu wenig oder gar nichts eingesammelt hätten. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte lass mich wieder zurück. Nein! Jess, wir sind da! Der Turm dieser Typen ist gerade auf der anderen Seite. Gehen wir, Justin. Ah, gehen wir. Wir werden diesen verfluchten Turm mit unseren eigenen Händen zerstören. Ja, aber nicht jetzt. Vielleicht ist da aber ein Speicherpunkt. Ist hier ein Speicherpunkt? Oh oh. Oh oh, ob das so eine gute Idee war. Schau, das ist der Turm der Typen, die den Wald in Stein verwandelt haben. Oh wow. Wie wunderschön das aussieht. Okay, das ist ein sehr außergewöhnlicher Turm. Sieht auch so ein bisschen
pflanzig aus, ne? Das ist ein Militärgebäude. Ich will wieder zurück. Spiel, Turm der Verdammung, alles klar. Nee, wir gehen aber erstmal schön zurück zum Steinwald und bitte nicht ganz am Anfang, sondern da, wo wir rausgekommen sind. Bitte? Jawohl, Gott sei Dank, braves Spiel. Eigentlich brauche ich mir da auch immer gar keine Sorgen zu machen, weil das seit jeher schon so ist, aber trotzdem. Trotzdem bin ich jedes Mal beruhigt. Oh, jetzt ist aber bestimmt... Jetzt sind bestimmt alle Gegner wieder da, oder? Was ziemlich uncool wäre. Ich hätte eigentlich die Gunst der Stunde auch nutzen können, um im Dorf nochmal zu übernachten. Aber spätestens dann wären sowieso alle sowas von respawned. Fina hat gerade ein Peitschenlevel erreicht. So, hier waren wir auch noch nicht. Hätte mich auch überrascht, wenn dem nicht so wäre. Guck mal, dann ist wenigstens der Bereich, der uns zum Turm hingeleitet, relativ linear. So, quasi direkt angrenzend an diese großflächige Ecke. So, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz hier gucken. Das war der Weg, ja, genau, zum Turm der Verdammung. Aber wir werden hier jetzt erstmal noch ein bisschen was zum Absuchen haben, befürchte ich. So, wenn ich mich jetzt einmal irgendwo aufladen könnte, das wäre gerade der allergrößte Segen. Das Schöne ist, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch wahnsinnig viele angrenzende Ecken finden werden. So, also eigentlich gar keine, weil wir haben jetzt unsere Hauptroute schon gefunden. Das heißt, ich habe jetzt nur noch dieses eine Gebiet. Laufe ich gerade irgendwie im Kreis? Okay, vielleicht macht es Sinn, jetzt vom Renderablaufen abzusehen. Mal zu gucken, wo die Routen jetzt so nach Augenmaß hinführen. Oh Gott. Nee, ich bin sowas von raus, Leute. Wisst ihr, was total witzig wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe im Nachgang, so, wenn du so ein Gebiet abgeschlossen hast, die Vogelperspektive dieses Gebiets dann zu sehen und deine Laufrouten so nachgezeichnet zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre irgendwie total amüsant. So, jetzt ist aber trotzdem die Frage, wohin, wo war ich noch nicht? Ich werde mich hier, glaube ich, niemals zurechtfinden. Mein einziger Orientierungspunkt sind eigentlich nur die Aussichtspunkte. Hier waren wir schon mal. Jo, ich laufe jetzt einfach mal so lange irgendwo hin, bis ich irgendwas finde, was nennenswert ist. So, hier bin ich jetzt nämlich wieder an der Kreuzung. Da tauchen wieder die roten Gegner auf. Ich laufe jetzt hier mal nach rechts. Weil beim letzten Mal bin ich, als ich hier reingekommen bin, direkt nach links gelaufen. Vielleicht finden wir auf der rechten Seite irgendwas, was wir noch nicht kennen. Hier zum Beispiel müsste die... Ah, okay. Dahingehend funktioniert meine Map jetzt nämlich schon mal. Hier waren wir nämlich schon und hier bin ich, glaube ich, gerade eben auch schon mal lang gelaufen. Ich will nur noch einmal zur Sicherheit gucken. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier schon waren. War hier eine Sackgasse? Irgendwie nicht so ganz, ne? Alter Vater! Okay, jetzt bin ich wieder hier. Na, das wird ja immer interessanter. Ich glaube aber, so ganz vorsichtig kann ich langsam behaupten, dass wir die Routen hier schon alle abgelaufen sind. Vielleicht fast alle. Ich werde jetzt nochmal einmal kurz zurück zu dem Spot, wo ich gerade meinen kleinen Aha-Moment hatte vom Aussichtspunkt aus, nämlich genau hier. So, jetzt bin ich nämlich wieder auf der großen Fläche, wo die ganzen roten Gegner rumkraucheln. Und dann können wir mal gucken, ob es hier noch irgendwelche... Hier stand ich auch schon mal. Nach Norden hin geht es auf jeden Fall weiter zum Turm, wobei da gerade zwei Wege gewesen sind. Ich laufe jetzt hier einfach mal so durch die Mitte. Vielleicht liegt hier noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte. Unwahrscheinlich ist es nicht. Meine Nase kratzt gerade schon wieder, bin wieder kurz vorm Niesen und spiele gerade einhändig, aber wir werden es hoffentlich irgendwie überleben. So, dann will ich jetzt noch mal ganz kurz gucken vom Aussichtspunkt, wo ich gerade eben stand, wo diese beiden Wege dahin führen. War ich hier jetzt schon? Oh
mein Gott. Oh my god. I don't know. I don't know. Achso, hier ist eine Sackgasse. Okay. So, hier bin ich gerade den Krokodilen ganz galant aus dem Weg gegangen. So, wir laufen jetzt erstmal diese Route hier lang. Achso, das hier war die richtige. Okay. Und was ist dann diese Ecke? Aber eigentlich muss ich ja auch schon gewesen sein, wenn ich mich immer links gehalten habe. So, ich behaupte jetzt mal ganz keck, dass ich hier alles habe. Ich lasse mich in den Kommentaren gerne eines Besseren belehren. Ich gucke nochmal ganz kurz hier nach. Aber hier sind wir ja auch gerade eben schon lang gelaufen. So, also ich bin jetzt der Meinung, dass wir uns frohen Mutes in Richtung Turm hinbegeben können. Aber ich werde vorher... Gehe ich vorher nochmal übernachten? Nee, wir betreten erstmal den Turm und gucken, ob wir da so ein Speicherteil haben. Und wenn nicht, dann kann ich ja immer noch zurückgehen. Was bist du hier für ein komischer Weg? Was? Da geht's noch weiter? Das wird aber wahrscheinlich von dort aus dann zur Weltkarte führen, schätze ich mal. Aber vielleicht können wir hier noch irgendein Sekret mitnehmen. Im Volksmund auch Secret genannt. Aber wir kommen hier tatsächlich raus. Ich habe halt immer Angst, dass wenn ich dann so einen Ort betrete, dass ich dann kein Zurück mehr, also keine Möglichkeit mehr habe, zurückzukehren. Aber bisher hat das Spiel in solchen Momenten uns immer einen Speicherpunkt vor die Nase gesetzt. Oh mein Gott. Das sieht ja chaotisch aus hier. Warte, Jazz, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt nicht? Jetzt, wo du es sagst, ich sehe keine Soldaten. Da ist was faul. Guck mal, da drüben brennt was. Jemand war schneller als wir. Es ist nur so ein Gefühl, aber dahinter steckt ein Lainianer, vermutlich ein Einzelner. Was, ein Einzelner gegen die Galai-Truppen? Wer sind diese Lainianer überhaupt? Hey, wenn ein Lainianer loslegt, das möchtest du nicht erleben. Hey, sieht so aus, als würden wir ein richtiges Monster zu sehen kriegen. Bist du bereit, Jazz? Los geht's! Nein, ich bin eigentlich so ziemlich gar nicht bereit. Ich würde gerne speichern. Also, speichern ist jetzt nicht mal so wichtig wie mich aufladen, aber... Nee, Leute, das ist mir zu heikel. So, ich habe jetzt nämlich übernachtet. Ich habe gespeichert und jetzt kann kommen, was will. Obwohl zwei Schritte weiter wahrscheinlich auch eine Speichermöglichkeit da gewesen wäre. Aber ich will keine Risiken eingehen. Nachdem uns der letzte Boss so hart weggeklatscht hat bei der ersten Begegnung, brauche ich da nicht unbedingt eine Wiederholung von. Okay, das ist ja alles begehbar. Warte mal, wie sieht's denn hier aus? Oh, okay. Ja, ich neige dazu, immer die Ränder abzusuchen, weil in vielen Spielen verstecken sich ja dann hier und da auch mal Secrets. Aber ich glaube, Grandia schlägt da eher nicht so in die Kerbe. Ich überlege gerade, ob wir irgendwann schon mal so am Rand irgendeines Eingangs irgendwas gesehen haben, einsammeln konnten, wie auch immer. Ich weiß es nicht. So, jetzt schauen wir erstmal, was an diesem Ort so auf uns wartet. Auf jeden Fall ein interessanter Szenenwechsel. Hier unten sieht das wirklich extrem nach Industriegelände aus. Aber aus der Ferne war die Spitze des Turms schon so ein bisschen... ja, das sah aus wie so eine überdimensionierte Pflanze irgendwie. Was zur Hölle ist hier denn bitte vorgefallen? Das sieht aus, als hätte ich hier ein Tornado gewütet oder so. Fina, hast du irgendwas damit zu tun? Ach, guck mal, hier liegt sogar zweimal Geld. Das ist ja ein Ding. Das gab es bisher auch noch nicht so oft, dass du irgendwie in so Minigängen dann was einsammeln konntest. So, warte mal. Umso wichtiger ist es mir jetzt, wirklich ganz genau mit der Kamera in alle Ritzen hier vorzudringen. So, diese euren Panzer hier, die kennen wir schon. Die haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch an den Zwillingstürmen zum Beispiel gesehen. Oh oh. Ein richtiges Monster? Ja, ist da drüben. Oh oh. Ich habe aber voll Bock auf Bosskampf. Oh, du bist also das Monster. Glückwunsch, ich glaube, so wird jede Frau bezeichnet. What is that? Ah, she's here. That husky woman of Lane. Don't toy with me. I'll beat y'all to a pulp. Hey, there's something weird about her eyes. Really gone off the deep end this time. We're not gonna get off easy. Huh? You're from Cafu, and you two. So y'all with them.
Huh? What's it to you? Who are you talking to? Don't go pulling my chain. I'll pound your fu- Oh! Take this! Hey! Raph! Uh-oh. We're in trouble now. She's looking at us. My, my. You didn't run away. Well, I wouldn't let y'all get away. You're gonna be sorry. Alter, spielen wir Streets of Rage oder was? Was für eine Furie, die ist voll creepy. Als Kind hätte ich, glaube ich, mega Schiss vor dieser Szene hier gehabt. Milda. Aha. Die milde Wilde. Ich habe voll Angst. Alter, wie die den kleinen Web vermöbelt hat. Hat mir ja schon ein bisschen leid getan, so. So, was machen wir denn mit dir, Schätzelein? Ich könnte jetzt hier ein bisschen rumpeitschen. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ja, bei so Einzelgegnern bin ich immer so unentschlossen. Ich weiß, merkt man gar nicht. Komm, hier einmal Blitzpeitsche. Haben wir die überhaupt schon mal gesehen? Oh, ich dachte, sie hat jetzt ihren großen Auftritt schon wieder voll umsonst zurückgezogen hier. So, und bei ihmchen nehme ich auch die üblichen Verdächtigen. Schauen wir mal. Lotusschneider kennen wir ja schon. Jetzt nur mal merken, wie viel Schaden das austeilt. 317. Ja, die verträgt einiges. Jawohl! Sogar ihre Windstufe erhöht durch diesen Schlag. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. So, dann kannst du hier gleich nachsetzen. Die sind ja aber echt nicht ohne die Bosse auf CD2. Finde ich gut. Da habe ich den Mund nämlich zuletzt ein bisschen voll genommen. Was das Thema Boss-Schwierigkeit angeht, ne? Aber es gab ja tatsächlich mal eine Phase, da waren die überhaupt nicht herausfordernd gewesen. Deswegen begrüße ich das gerade sehr, dass sich das ein bisschen ändert. So, das heißt, jetzt können wir mal auf unsere ganzen Pimp-Zauber zurückgreifen. Und ich würde sagen, Zaubersymbol blockiert Technik. Ist die dafür nicht völlig prädestiniert? So, also ich kann halt diese ganzen Kategorien nicht so ganz einschätzen, was das Spiel jetzt als Technik klassifiziert beim Gegner und was nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob das irgendwas nützt. Nee, das war, glaube ich, das Geräusch. Du hast verkackt, ne? Alles klar, das war auch ein Statement. Das heißt, wir gehen jetzt hier völlig auf die Barrikaden. Das ist immer das Geile. Bei Bosskämpfen kannst du mal so richtig auf die Kacke hauen und musst dir eigentlich keine Gedanken machen wegen ZP. Deswegen bleibe ich jetzt mal so experimentell und versuche jetzt die teuersten Sachen hier auf den Weg zu bringen. Dann schauen wir mal, wie lange sie dagegen noch standhalten kann. Das könnte aber knapp werden, so insgesamt betrachtet, weil wir mit unseren Standardwaffen jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Damage austeilen. Vor allen Dingen Justin, der ist ja mit keiner allzu guten Waffe momentan unterwegs. Das hat mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, als ich die Waffen neu verteilt hatte zuletzt. Naja, mal gucken. Und in meiner Truhe liegt auch irgendwo noch das Item, was der ganzen Gruppe 20 ZP wieder zurückgibt. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht mit dabei. So, dann nehmen wir es. Ja, ich arbeite mich jetzt von den stärksten Zaubern zu den schwächsten runter. Kann natürlich sein, dass der normale Waffenangriff effizienter ist, aber ich will natürlich auch ein bisschen leveln und vor- und nach Bosskämpfen fülle ich mich ja wieder auf, deswegen ist das schon okay so. Fiora hat uns jetzt nichts gebracht, das heißt, im Grunde genommen könnte ich jetzt hier weitermachen, wobei ich ganz gerne Knistern mal versuchen möchte. Weil das ja nur auf einen einzelnen geht. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht irgendwie bei Einzelgegnern auch einen größeren Damage austeilt, so in Summe. Ja, 60 ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. So, was haben wir hier noch Schönes? Zap alle, beben, bum, pow.
Haben wir das jemals schon gesehen? Wollen wir uns das mal angucken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Giant Blast! Also erinnern tue ich mich daran nicht mehr. Also, ja, okay, doch, das kennen wir. Die Animation, die kommt mir doch noch bekannt vor. Prost. Das hat ja gerade unfassbar viel Schaden ausgeteilt. Woran lag das denn jetzt? Ist hier einfach super feuerempfindlich? Wobei dieses komische Flammengeschoss vorhin hat nicht mal im Ansatz so viel ausgeteilt. Das war wahrscheinlich das Magma oder so, keine Ahnung. Probieren wir es mal hier mit der Feuersäule. Aber bei Justin ist die Experimentierphase damit vorbei. Ich glaube, zweimal kann er den gleichen Angriff jetzt nochmal wirken und... Ja, die wird feuerempfindlich sein. Alter. Das sah gerade ganz gut aus. Jawollo. So, greift alle Feinde mit Magma an. Wobei Erde ist da auch noch mit drin. Vielleicht ist sie auch erdempfindlich. Naja, ist ja auch wurscht. Ich glaube, damit werden wir das relativ fix jetzt ja auch zu Ende bringen können. Wer braucht schon Wind? Bin ich hier bei Milda... damit am meisten Erfolge feiern kann. So, jetzt könnte sie eigentlich mal... Okay, Allheilen 3, dafür reicht's nicht, aber hierfür reicht's. Vielleicht bekommen wir hier jetzt noch ein schönes Wasser-Upgrade zu sehen. Das wäre doch mal schön, ist aber, glaube ich, eher unwahrscheinlich, oder? Wobei, in dieser Folge hatte sie noch keins. Aber sie ist auch noch nicht so viel mit Wasserzaubern unterwegs gewesen, deswegen... Ja, so, einmal noch. Und dann fehlt nur noch ein hochiger ZP, um das nochmal einzusetzen. Aber ich glaube, wir werden es auch ohnehin kriegen. Schauen mal, ich weiß gar nicht, wie viel Energie sie jetzt insgesamt noch hat. Habe ich vorher nicht geguckt. Ja, ein bisschen was geht da noch. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt trauen sollte, da in den Nahkampf zu gehen. Ich glaube, so ganz klug ist das nicht. Deswegen bleiben wir jetzt hier mal bei unseren Feuerangriffen. Und irgendwann wird sie hoffentlich fallen. Und ich hoffe, dass wir im Anschluss ein bisschen mehr über sie erfahren. Und ich hoffe, dass es Rap gut geht, weil das echt ziemlich brutal aussah. So, guck mal, Bumm hat er auch noch. Wobei Flammschlag hier sogar sich noch mehr anbietet als die Säule. Dass sich das eben auf einen konzentriert. Wir gucken mal, wenn die ZP ausreichen, kann ich dann nachher ja mal versuchen, einen Erdangriff zu starten. Haben wir das hier jemals schon gesehen? Die Animation kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Ich behaupte auch mal, dass die neu war. Einfach so aus heiterem Himmel heraus. Eventuell ist das jetzt hier der letzte Angriff. Ja, ich gucke immer nur auf die Gesundheitsleiste und versäume das, auf die konkreten Gesundheitszahlen zu gucken, unten links. Justin, du darfst auch gerne wieder aufstehen. Guck mal, sonst verpasst du den Tod deines Kontrahenten. Das sah brutal aus. Wo auch immer die Münze da gerade rausgeploppt ist, aber hey, Geld scheinen wir auch bekommen zu haben. Jawollo. Sehr, sehr schön. Sehr zähes Mädel auf jeden Fall. Fina hat sich ihr Level up redlich verdient. Und wir müssen unbedingt unsere Ressourcen gleich wieder befüllen. Aber erst nachdem wir sichergestellt haben, dass es Rap gut geht. Da liegen sie beide nebeneinander. Du bist ja so tapfer. Wie heißt du, Junge? Ich bin Justin, der berühmte Abenteurer. Justin, ja? Ich bin Milda aus Lane. Es ist genau wie Darlin gesagt hat. Wir müssen den Turm der Verdammung zerstören. Ja, und warum greifst du uns dann so direkt an? Justin, hat sie nicht gerade gesagt, dass wir den Turm der Verdammung zerstören müssen? Das hat sie gesagt. Jedenfalls bewegen wir sie jetzt. Was? Jedenfalls bewegen wir sie jetzt? Interessant. Da ist ein Kegel! Oh mein Gott, ich freue mich. Sie wollte also den Turm zerstören, genau wie wir? Dann ist sie ja wohl auf unserer Seite. Uff, au. Wer sagt das? Ah, Rap ist wieder wach. Bist du wach, Rap? Alles okay bei dir? Mann, das klang abscheulich. Machst du Witze? Es gehört mehr dazu. Hey, ist das, wer ich denke? Überlass sie mir. Hör auf, Rap. Vielleicht ist sie aus dem gleichen Grund hier wie wir. Sie hat was davon gebrabbelt, den Turm der Verdammung zu zerstören.
Ja, sicher. Aus dem Weg, wenn du nicht auch was abkriegen willst. Mutig, sich mit Fina anzulegen. Rap, Schluss jetzt. Wenn du kämpfen willst, dann kämpf mit mir. Just you. Oh. Die ist auch voll riesig, ne? Du sagst, dein Name ist Justin. Wieso hast du mich nicht fertig gemacht? Ich hab's dir doch gesagt. Wir sind Abenteurer, keine Soldaten. Wir sind hier, um diesen Turm zu zerstören. Zerstören? Dann habt ihr mit den Leuten hier gar nichts zu tun? Also, ich heiße Milda und ich bin hier für die gleichen Gründe wie ihr, Leute. Aber dann fanden sie mich. Brillante Schlussfolgerung, Das heißt natürlich fanden sie dich. Du hast so viel Aufmerksamkeit geweckt. Redest du mit mir, Junge? Alter, dieses Bild sieht so psycho aus. Die Frau ist irgendwie creepy. Ja, hast du ein Problem damit? Schluss jetzt, ihr beide. Das ist sinnlos. Arbeiten wir lieber zusammen. Je mehr wir sind, umso geringer ist die Gefahr und umso leichter werden unsere Nachforschungen. Kommt sie jetzt mit? Aber gut, du hast recht. Es tut mir leid, dass ich dachte, dass ihr mit denen gemeinsame Sache macht. Wir machen bestimmt nicht gemeinsame Sache mit Lainianern. Rap? Was? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem zur Hölle? Hallo, wir kämpfen doch gerade für die gemeinsame Sache. Wie ich schon sagte, es war alles mein Fehler. Also, Junge aus Carfu, schlag zu. Obwohl, gut, wenn Rap jetzt sauer und ablehnt ist ihr gegenüber, weil sie ihn gerade so vermöbelt hat, dann kann ich's verstehen. Aber wenn er das damit begründet, dass sie Lainianerin ist, dann habe ich damit einen Bauchschmerz. Nein, danke, ich hab's schon vergessen. Aber Rap... Hey, Joss, wir schauen besser, dass wir weiterkommen. Komm schon. Alles klar. Okay, Leute, lasst uns diesen Turm platt machen. Sind wir ernsthaft zu viert? Jawohl! Oh mein Gott, ist hier unser neuer Charakter? Ich finde sie, ich liebe ja außergewöhnliche Charaktere, die total aus dem Rahmen fallen. Und sie gehört da definitiv mit dazu. Aber sie ist so ein bisschen Gatwin-Style mit ihrer Stufe, ne? Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob sie uns langfristig erhalten bleibt. Wir gucken mal hier. Sie hat gar kein Element. Dafür aber hier ein bisschen was. Milder Slag. Wie auch immer, auf jeden Fall bringt sie gute Waffenlevel mit, ja. Kann man gar nicht drüber meckern. Das finde ich cool. Ja, die ist eigentlich ein Charakter total nach meinem Geschmack. So richtiger Kloppy-Typ halt, ne? Auch wenn ich hier gerne zauber, aber das können wir ruhig Justin und Fina überlassen. Und ihmchen hier halt auch so ein bisschen. So, sind wir alle hochgeheilt? Nein, das sind wir nicht. Das heißt, ich werde jetzt mal... Ja, er hier hat halt so wenige Zauber bisher. Ich glaube, ich werde bei ihm mal... bisschen versuchen, das zu pushen. Das war es dann aber auch schon, ne? Ja, mehr Heilung brauchen wir leider nicht. So, das ist das eine, Milda. Was hast du denn? Was? Sie trägt ein Bikini? Obwohl, überraschend ist das ja nicht. Haben wir ja vorhin sogar gesehen, ne? Plus 4 Angriff, sexy. Okay, also das ist ja geil. Eine Frau im Bikini, die mit einer Axt kämpft. Das ist genau mein Humor. Finde ich super. Plus 5 Angriff, merkwürdiges Design. Also, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas Besseres für sie haben. Also, auf jeden Fall nicht in unserer Kiste. Na, wobei, hier, doch. Geschenk von Darlin. Ja, ist jetzt egal. Effizienz hat hier momentan erstmal Vorrang. Schneesturmschutz. Nö, soll sie mal ihren Angriffsboost hier behalten. Okay, ja, ich freue mich. Jetzt müsste ich nur noch ergründen, ob sie ein fixer Charakter sein wird oder... ob wir sie nur temporär haben. Also, wenn ich feststellen sollte, im Laden, ja, bei, wenn ich da versuche, ihren Mana-Ei zu geben und das Spiel sagt mir, nee, ist nicht. Hat sie überhaupt irgendwas im Inventar? Ich glaube, sie war leer, ne? Nee, guck mal, sie hat Essen mitgebracht. Geil. So, das ist, glaube ich, Zeug, was ich nur bedingt behalten möchte. Ich werde jetzt hier mal den Lachs ablegen und das andere mitnehmen erstmal. Und dann gucken wir, wie wir damit zurechtkommen. Ich meine, wir haben 1,5 Heiler in unserer Gruppe. Und auch so schon ein bisschen was an Heilung mit dabei. Das muss dann eigentlich auch reichen.
So, dann haben wir uns geheilt. Dann werde ich mal eben speichern. So, und dann werden wir ganz, ganz kurz mal gucken, was hier so abgeht. Armeehaus. Aber dem Turm werden wir uns erstmal in der nächsten Folge dann widmen, denn ich bin jetzt bei einer Stunde Aufnahme. Aber unter der Prämisse, dass ich jetzt wieder so viel rausgeschnibbelt habe, muss ich jetzt wieder meinem Bauchgefühl vertrauen. Aber so ein, zwei Gegnerschnitzeln können wir mal machen. Wir können uns dann von Milda auch mal die Techniken angucken. Würde mich auch mal interessieren. Ach, ist das schön. Das ist echt ein angenehmer Charakter, weil ich hier so verhältnismäßig wenig Auswahl habe und dann erstmal gucken kann, wie das so funktioniert. Sind wir jetzt... Da hinten ist noch was zu sammeln. Sind wir jetzt genau in der Ecke, wo... Okay, warte mal. Warte mal. Hier bin ich doch vorhin auf meiner Erkundungstour gewesen, nicht wahr? Hier habe ich die Parallele zu den Panzern in den Zwillingstürmen aufgestellt. Und hier sind wir irgendwann durch den Kampf unterbrochen worden. So, genau. Hier waren wir jetzt nämlich noch nicht. Dann lass uns das Gelände jetzt hier absuchen und dann werden wir uns beim nächsten Mal volle Möhre ins Kampfgetümmel stürzen. Hier ist dann der offizielle Eingang. Also mindestens zwei Sachen konnten wir hier noch einsammeln. Frage ist, ob wir jetzt hier noch irgendwelche Gebäude betreten können. Ich glaube aber, das bleibt die Ausnahme. Da, wo wir gerade eben drin waren. Ich bin super gespannt, wie es da in dem Turm aussieht. Ich meine... Warte mal, ist das die Ecke, wo wir gerade rausgekommen sind? Ich behaupte mal ganz felsenfest ja. Wenn die Ladezeiten hier nicht so lang wären, dann würde ich da mal kurz gucken gehen. Also mindestens ein Lager haben wir hier, sollte ich vielleicht nicht vergessen. Plus eins Geschicklichkeit, sehr saure Samen. Geschicklichkeit, wie schnell und weit sich ein Charakter im Kampffeld bewegt. So, warte mal, das werden wir jetzt erstmal mitnehmen. Ich muss mal gucken. Ich werde das, glaube ich, jetzt auch wieder davon abhängig machen, was die Statuswerte jetzt sagen. Wobei ich da noch so ein bisschen Hemmung habe, das milder zu geben, wenn ich ehrlich bin. Da bevorzuge ich jetzt auch, weil das relativ knapp beieinander liegt, eher den Justin. Ja, der wird diesen Rennsamen jetzt bekommen. Genau. So, hätten wir das nämlich auch geklärt. Was haben wir jetzt hier noch? Komme ich hier nicht vorbei? Nee. Leider nicht. Ah, guck mal, jetzt bin ich hier bei den... Eigentlich dürfte das aber gar nicht das Lager sein. Weil dann hätte ich ja direkt, wenn ich rausgekommen wäre, das hier schon gesehen. Ich muss mich da gleich mal umgucken. Dann nehmen wir jetzt halt mal die Ladezeiten in Kauf und werden vielleicht belohnt. Rettung! Oha. Also wenn das seinem Namen nicht alle Ehre macht, dann weiß ich auch nicht. Ich muss mir nur merken, warte mal, wo ich jetzt schon gewesen bin und wo nicht. Wobei, so unübersichtlich ist das ja hier nicht. Das ist mir sogar viel, viel angenehmer als alle Ecken, wo wir vorher schon gewesen sind. Nee, das ist ein anderes Lager, tatsächlich. Ah, wenn es hier nichts zu sammeln gibt, dann haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Da wird bestimmt was Gutes drin sein, oder? Das ist schon relativ specialig. Oh, das war auch gut. Das war auch gut. Da habe ich nämlich noch ein paar... Ich glaube, das ist jetzt meine vierte. Mein viertes Item von diesen Dingern, die ich in meiner Kiste gelagert habe und mir nicht sicher war, welchen Effekt das erzielt. Und die Folge, wo ich diese Frage laut ausgesprochen habe, die ist auch noch gar nicht online. Jawohl. Oder sie ist online und ich habe noch keine Antwort darauf bekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber bevor ich das jetzt hier irgendwie völlig falsch einsetze, warte ich lieber und vertag das so ein bisschen auf einen späteren Zeitpunkt. So, ich glaube nämlich diese andere Ecke, das war nämlich hier. Ja, da war nämlich unser Speichereckchen. So, ach, hier gibt es auch noch was? Achso, ja, warte mal, vorhin bin ich hier wieder zurückgelaufen. Ja, doch, das kommt hin. Das kommt hin. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall etwas, was nicht betretbar ist.
Ach so, und hier bin ich jetzt einmal mit der Umrundung fertig. I see. I see. Das heißt, ich kann jetzt allerhöchstens nochmal in der Mitte gucken. Da war unser Speicherpunkt. Aber ich meine, dass wir jetzt hier alles haben müssten. Und wenn zwischen den einzelnen Häusern, Gebäuden, wie auch immer noch irgendwas liegt, dann ist das halt so. Wollen wir nochmal einen Testkampf machen? Ich will auch unbedingt gucken... Nee, nicht hier. Warte. Auch unbedingt gucken, wie das in dem Turm aussieht. Das müsste doch zeitlich jetzt auch noch drin sein, hä? Okay, da müsste ich, kluges Kind, natürlich nur noch mal den Turmeingang irgendwie finden. Nee. Ich laufe schon wieder volle Möhre im Kreis, ey. Das ist echt eine Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, wie ich laufen muss. Jetzt bin ich wieder, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hier begann dann nämlich der Kampf. Turm der Verdammung. Nee, ich will aber zu Turm der Verdammung Erdgeschoss. Hä, bin ich jetzt völlig Banane? Okay, warte mal. Ich laufe jetzt einfach den Rand ab und irgendwann werde ich schon zum richtigen Eingang kommen. Da stand aber definitiv Turm der Verdammung Erdgeschoss. Wo war das denn jetzt hier nochmal? Meine Güte, hier ist doch der Ausgang. Das gibt's doch nicht. Das ist doch wie verhext. Also sorry für die unfreiwillige Comedy-Einlage hier zum Ende, aber ich mache das nicht absichtlich. Meine Neugierde ist echt, deswegen nervt mich das gerade selbst, dass ich hier nicht klarkomme. So, musste ich hier irgendwie an den Häusern vorbei. Ja, hier war das. Das erkenne ich jetzt am Boden. Genau, Turm der Verdammung, Erdgeschoss. Komm, gehen wir da jetzt mal kurz rein. Der größte Staatsakt wird jetzt wahrscheinlich wieder sein, den Weg dann zum Speicherpunkt zurückzufinden. Und wir haben hier noch einen. Ja, wie perfekt ist das denn? Haben wir hier einen Tipp? Nee. So, ich will doch nur ein Gegnerchen mal anditschen. Und dann bin ich auch sofort wieder weg. Und beende den Part. Und dann starten wir beim nächsten Mal hier so richtig. Aber erstmal will ich hier gucken. Oh oh. Das war gerade mal so ziemlich gar keine Absicht. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Und die Geräuschkulisse ist minimal verstörend. Das Spiel hat so ein Fable. Ganz komische... Ich wollte mir nur angucken, was da oben steht. Aber die Spanne, in der man sich bewegen darf, die ist so unfassbar klein. Jetzt habe ich es gesehen, erster Stock. Ja, alles gut. Alles gut. Beruhigt euch, Leute. So. Oben ist versperrt, links ist versperrt. Das heißt, rechts wird wahrscheinlich die einzige begehbare Route für uns sein. Kann ich hier noch irgendwas aufsammeln? Das sieht ja schon wieder so auffällig aus. Ne. Oh, guck mal. Und da haben wir auch schon unseren ersten Gegner. Der aussieht wie ein anquatschbarer NPC. Ist die Musik wieder anders? Die Musik ist wieder anders. Oh, was geht denn hier ab? Voll gut. Ich feier das. So, jetzt muss ich mal gucken, weil eigentlich ist Milda ja jetzt das Zentrum meines Interesses, sage ich mal. Deswegen nehme ich jetzt hier erstmal ein paar schwächere Zauber. Blow, Storm, blow. Also Justin ist gerade vielleicht sogar die uninteressanteste Person überhaupt. Mit Fina würde ich ganz gerne noch herausfinden, ob wir die einschlummern lassen können. Guck mal, direkt eine Windstufe. Ey, wenn das mal kein Fotofinish ist hier. So, dann gucken wir jetzt hier. Ich freue mich irgendwie voll, dass wir jetzt wieder zu viert unterwegs sind. Damit beginnt jetzt nämlich wieder die Zeit, wo sich auch so eine, also die Einsätze von Graben zum Beispiel wieder rentieren werden, weil das dann halt auf... Und eine Wasserstufe! Geil. Geil. Das wäre natürlich auch beim letzten Mal ein ganz cooler Einstieg gewesen. Aber, jetzt ist das halt so und ich will nicht klagen. So, liebe Milda, du alte Kampfsau. Nahkampf, Fußtritt gegen einen Feind. Erdbebenangriff gegen alle Feinde. Ultimative Milda-Kombi gegen einen Feind. Okay, nee. Das wird dann wahrscheinlich der Boss-Jackpot sein. I'm gonna knock y'all down at once. Ha! Hurrah! Die ist voll Psycho. Die ist wie so eine abgefreakte Hommage in Richtung... Weiß ich nicht. Beat'em Ups.
So ein richtiges Beat'em-up-Vibe. So wie die ganzen Weiber, die du dir in manchen... Ey, das ist so witzig. Die du dir in manchen Spielen halt aussuchen kannst, die so total überproportioniert sind und alles. So, Zaubertrank und was bekommen wir hier für komisches Zeug? Okay, wow, ich freue mich gerade jetzt schon mega auf die nächste Folge. Ich glaube, ich werde die auch direkt im Anschluss dann aufzeichnen. Muss mal auf die Uhr gucken, aber ja, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich gucke mir jetzt nochmal ganz schnell die Dings an, die Sachen, die wir gerade bekommen haben. Das droppen die. Oh Leute, ich glaube, der Ort, der wird so cool. Ich glaube, der wird so unfassbar cool. Vielleicht hatte ich auch gerade mega das Glück, aber guck mal hier. Ey, von den Gegnern hier bekommen wir ja richtig geiles Zeug. Ja, cool, ne? Also ich spiele dann gleich weiter. Tut mir sehr leid für euch, dass der Part jetzt hier an dieser Stelle vorbei ist, aber es dauert ja nicht mehr so lange, bis wir uns das nächste Mal sehen, wenn ihr mögt. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!